One-Take ist wieder hier. Durch. Ich bin bereit. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herrinnen, liebe Unikolologen und andere Freunde des Mysteriums. Wir machen heute den 14. Graffiti-Report. Wir sind total im Rückstand. Oktoberfest, Wahl, alles Mögliche, Buffet-Eröffnungen. Wir sind wieder am Start. Schauen wir uns mal an, was hier auf der einzigsten Wand in dieser großen Millionenstadt München, ja, wo jeder malen darf, was da so passiert oder wie weit es mit der Kulturverschlampung schon ist. Und Action, oder? Geht schon los. Geht schon los. Wand zugeparkt. Ja, mein. Ja, mein, das ist halt wieder aber schön. Ui, da oben die Sprüche. Ja. Oh, weia, weia. Okay. Ach, hier gehen wir nochmal rüber. Kein Tier scheißt sich ins eigene Nest. Wir wollen mehr legale Wände. Leute, nehmt eure Dosen mit. In München, scheinbar macht das überall die Mami. Oder in München wahrscheinlich der Diener. Das muss nicht sein, weil sonst kriegen wir keine Wand. In der Verwaltung sind Spießer. Wenn die das sehen, nee. Jetzt macht er das auch wahrscheinlich in der Natur. Boah, hier geht's weiter mit Peilersen. Da, Peiler, schönes Bild. Hat sich ja wieder hergewagt. Hey, dann Sultan Pascha. Sultan Pascha wird immer besser von Pascha ist übrigens dieses Peil, was dir so gefallen hat beim Peilorama. Gut. Ramsey, MSK, wow, International mit the Pascha, wow. Wow, awesome. Ja, da hat jemand was geübt, ja. Ja, das wird schon. Der Inox hat für mich jetzt heute echt Augen, ja, jetzt wird's langsam. Nicht mehr so verzockt, ja. Gut. Ja, da läuft der Bass, gell. Gut. Aber schade, dass man sowas nicht länger bleibt. Aber gut, das passt jetzt noch. Jetzt hier, man sieht ja den Hintergrund, da war eine große Produktion. Übrigens zum Thema Müll mitnehmen. Sogar die ADK und der Scout lassen die lila Streichfarbe liegen. Da hinten liegt der Eimer. Hey Herrschaften, geht ihr wenigstens einem guten Beispiel voran. Ihr kommt alle mit dem Auto hierher. Ja, also gibt es keine Ausreden, Wertstoffhof. Oder einfach aufstechen und dann in den Container hauen. Dann ist das Altmetall nur, die Dose. Da ist kein Druck mehr drauf und damit auch kein Sondermüll mehr. Gut, da wurde frech über die Scouts drüber gegangen. Gestern von der Lego-Gruppe Graffiti. Obwohl es noch ganz war. Die sehen es gar nicht mehr, den Unterschied. Das hätte man wirklich mal ein paar Wochen wirken lassen können. Ja. Gut, da hat man nicht so oldschool, 90er Jahre München. Der Raub ist natürlich gleich über den Schrott drüber gegangen. Jetzt geht's wieder los, der Wildwuchs. Schaut natürlich auch geil aus. Ja. Irgendwie die ganze Wildwuchs, aber es ist keine Qualität. Also, und die gute Qualität wird weggemacht. Brrr, das ist schon okay. Nicht schlecht, ja, ja. Boah, man sieht ja, dass innerhalb von ein paar Tagen wieder alles im Arsch. Und der Charakter von der Omikron hat sich schon so die Haare gerauft, dass keine mehr dran sind, was hier dauernd passiert. Ja, mein. Oh, ja, ja, ja. Die Kulturverschlampung, der Niedergang des guten Geschmacks. Jetzt geht's los hier. Genau, wo können hier die Dilettanten üben? Also die Huppen-Area-Starts. Leveln, ja. Das ist ein Freund der Laubbläsergilde, ja, also man sieht das. Outlines, Leute, für die Leute wäre einfach mal besser ein Workshop in Bodenkreide, damit man erstmal ein Gefühl kriegt für Schrift, bevor man hier an der Wand gleich mit Dosen rumhantiert und dann den Müll liegen lässt, in der Hoffnung, dass Mami es mitnimmt. Ah ja, weil Halloween ist eine Erfindung der Industrie. Gut, ja, aber hier ist auch das Graffiti irgendwie industriell. Dauernd wird es übermalt, also Konsum, 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 wisch, 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 aber ohne Fingerspitzengefühl. Gut, übrigens, wir waren doch bei dem Zaun. Jetzt hat er die Löcher ausgebessert, der Herr Hahn, der Betreiber des Geländes, aber die Bretter nicht weitergemacht, dass hier die Anfänger auch mal ein bisschen schönere Area haben. Oh, ja, 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 interessant, gell? Also, schaut aus wie im besetzten Haus irgendwo in den 80er Jahren. Nur nicht so bunt war es da damals, weil die Farben noch gar nicht gab als Dose.
Das ist ja vielversprechend. Aber sogar hier wird dann wieder rein. Ach, seid ihr das? Hier wird auch wieder reingecrossed. Ja, wo sollen denn die Leute üben? Also, was machen wir denn da? Einfach den Müll mal mitnehmen und wirklich der Verwaltung auf den Arsch gehen, dass wir mal ein paar Wände brauchen. Die Stadt München hat so viele Wände. Das ist öffentlicher Grund, der gehört eigentlich allen. Und warum wird das alles mit Werbung zugeklastert? Und nicht wirklich Graffiti. Aber ein bisschen Eigenverantwortung muss drin. Sorry, Oberlehrer, was hätten wir denn hier noch? Ja. Ja, mei. Ist ja nicht ganz wirklich. Brrr. Ah, genau, der Inux hat hier einen Workshop gemacht. Hey, da, und da ist man wieder fleißig. Und das waren die Workshop-Teilnehmer. Sehr gut. Und da sieht man mal, Anspruch und Wirklichkeit. Die waren alle über 20. Anspruch und Wirklichkeit. Der Inux hat das Ding ziemlich cool vorgegeben. Und das kommt dabei raus, das ist jedes Mal von einem anderen gewesen. Ich glaube, so 15 Teilnehmer waren das, bis davor ging das. Ja, großartig. Ja, die Hupen, ah, weiter geht's hier. Vorbei, Ende Gelände. Graffiti Zoo ist jetzt abgesperrt. Ja. Das geht ja gar nicht, dass hier so Rabaukentum herrscht und so. Aber das ist natürlich auch politisch. Wenn wenig Platz da ist, sieht man ja auch in anderen Ländern, dann gibt es irgendwann mal irgendwie Konflikte. Das reicht jetzt schon, Lennart, der Schmarrn. Das ist hässlich, die Leute, die Bilder sehen. Ne? Das ist auf jeden Fall hier kulturelles und verwaltungstechnisches Totalversagen. Kollektiv muss das sein. Überlegt euch doch was anderes. Ja, egal. Es liegt auch daran, dass die Sprühvereine alle nur für sich arbeiten sozusagen und nicht mal schauen, dass man legale Wände für alle herkriegt. Und wenn man das hier sieht, scheint irgendwie kuratierte Wände keine andere Möglichkeit zu sein. Aber ich will niemanden in den Arsch kriechen. Gut, was haben wir denn da noch? Ja, genau, was bleibt? Genau, was bleibt? Fast Food, Amazon, künstliche Intelligenz. Traurige Zukunftsaussichten, Kinder. Legt euer Smartphone weg und schaut euch das auf dem großen Bildschirm an. Danke fürs Zuschauen und einen wunderschönen Abend in der Welthauptstadt der leeren Europaläste. Und Larry, Louis, rest in peace. Gut. Furchtbar hier, gell? Wahnsinn, das ist für eine Millionenstadt die einzigste Wand. Wenn das mal nicht provinziell ist. Aber München hat ja vieles verpennt. Radio, Film, Musik, Wohnungen und auch die Kunst. Alles ist weg.